Wie werde ich eigentlich in Deutschland Jäger? Dieser Frage gehen wir jetzt hier auf Kuma Tactical auf den Grund und los geht's. Ich werde immer wieder gefragt von allen möglichen Leuten, wie werde ich eigentlich Jäger, und ich muss immer wieder sagen, ja, so von der Theorie, du musst halt Jagdschein machen. Freunde fragen mich, Leute aus der Community fragen mich, Kunden fragen mich und ich kann immer nicht so genau darauf antworten, weil, ja, ich wollte eigentlich schon vor 12 Jahren meinen Jagdschein machen und ich bin dann halt mal irgendwann Gebirgsjäger geworden, aber ein Gebirgsjäger hat eigentlich nur vom Namen her noch was mit dem Jäger zu tun. Tatsächlich ist man aber halt kein richtiger Jäger, auch wenn man was mit Waffen zu tun hat und in der Natur rumrennt. So, ja. Und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich mache definitiv einen Jagdschein. Ich habe mir sogar selber Druck gemacht, indem wir eine kleine Zusammenarbeit mit der Firma Desertec, eine Kooperation mit Swisslogs und Shootclub eben, gestartet haben. Dieser Druck sorgt eben dafür, dass ich den Jagdschein machen muss, weil, ja, es ist ein Werbevertrag. Das sorgt eben erstmal dazu, dass ich das auch mal wirklich durchziehe, weil vorgenommen habe ich es mir immer wieder. Dieses Video, was ihr jetzt gerade seht, das wird eben so das Vorwort der ganzen Serie. Also es wird auch im verhältnismäßig länger. Keine Sorge, die anderen Videos werden ein bisschen kürzer. Und in diesem Video soll es eben darum gehen, so mal die Basics. Was habe ich bisher gemacht und was erwartet mich wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Wochen? Mal vorneweg, in Deutschland haben wir ein relativ komplexes Waffengesetz und ein relativ komplexes Jagdgesetz. Das sorgt eben dafür, dass wir eben in Deutschland auch eine sehr komplexe Jagdausbildung haben. Gibt dann mal grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich mache einfach einen Ausbildungsberuf zum Berufsjäger. Also einfach ist auch gut, weil da muss man erstmal eine Lehrstelle finden. Aber ich kann das also ganz normalen Beruf lernen. Ist natürlich für die Leute, die sagen, ich bin Anwalt, ich bin Bauarbeiter, ich bin Landwirt und möchte nebenbei noch Jäger sein, ist das natürlich utopisch. Die können nicht nebenbei nochmal eine 2. Berufsausbildung machen. Und deshalb sieht eben das Gesetz vor, dass man auch eine kleinere Jagdausbildung machen kann. Diese Jagdausbildung berechtigt einen in Deutschland dann auch zu jagen, ist auch in ganz Deutschland gültig. Die werde ich jetzt dann eben machen. Und in dieser kleinen Jagdausbildung kann man sich immer noch zwischen verschiedenen Modellen entscheiden. Die Möglichkeit Nummer 1 ist eben Intensivkurs. Das habe ich gewählt, weil, ja, ich habe nicht so viel Zeit beruflich gesehen, dass ich jetzt die anderen Modelle für mich in Frage kommen. Die 2 Wochen mir hier jetzt eben Zeit zu nehmen, war schon ein mittleres Drama beruflich gesehen. Die andere Möglichkeit ist eben, dass man einen 3 Wochen Intensivkurs macht. Da hat man vielleicht auch mal 1 oder 2 Tage frei dazwischen, weil 2 Tage Intensivkurs sind 14 Tage, 12 Stunden am Tag Schule. Also von 8 Uhr morgens bis 19.30 Uhr abends ist man auch in der Schule. Und dazwischen hat man zwar Pausen, aber es ist halt trotzdem, der Tag ist durch. Da braucht ihr euch nicht irgendwie überlegen, noch irgendwas anders zu machen. Ihr werdet 2 Stunden lang einfach nur damit verbringen. Und abends auch noch mal ein bisschen nachlernen und ein bisschen Revue passieren lassen. Das war für mich das beste Modell. Das dritte Modell ist ein Wochenendkurs. Alle 2 Wochenenden oder sowas im Dreh. Also es ist von Jagdschule zu Jagdschule unterschiedlich, aber im Normalfall alle 2 Wochenenden ist man eben dann in der Jagdschule und gibt sich das halt in seiner Freizeit. Ist eigentlich auch der normalste Weg, das machen die meisten Leute, weil es kostet halt nicht einfach mal einen kompletten Jahresurlaub. Die letzte Möglichkeit ist der Blockunterricht, dass man sagt, also ich mache vielleicht den ersten Block im Frühjahr, den zweiten Block im Herbst und gehe dann zur Jagdprüfung. Das sind so die gängigen Modelle. Es gibt noch mal ein paar Abwandlungen davon. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man jeden Montag, also dass man ein halbes Jahr jeden Montag eben in die Schule geht. Das ist ähnlich wie der Wochenendkurs, nur dass es unter der Woche ist. Es gibt halt verschiedene Modelle und ich habe das eben für mich ausgesucht. Dann war der zweite Schritt, eine Jagdschule finden, die überhaupt im Oktober eine Ausbildung macht. Eine Jagdschule zu finden, die mir auch noch taugt. Also wo ich sage, also das kostet ein bisschen Geld, also ich möchte das Geld nicht einfach irgendjemandem geben, sondern ich möchte jemandem das geben, der mir auch eine ordentliche Ausbildung zuteilkommen lässt. Wir arbeiten in Leipzig mit einem Schulclub zusammen. Im Schulclub arbeiten 2 Jäger, das ist der Sven und der Sebastian. Und die haben mir eben hier die Jagdschule empfohlen, das ist eben die Jagdschule Thompson, die ist in Wermsdorf, 20 Minuten von Leipzig weg. Und ich habe mich dann halt im Internet informiert, habe gesehen, ja, die haben im Oktober noch einen Kurs frei. Ist auch nicht überall so. Viele haben im August den letzten Kurs im Jahr, also den letzten Intensivkurs im Jahr. Den Preis fand ich gerechtfertigt, also klang für mich einfach nach einem guten Preis. Vor allem, es war gut aufgeschlüsselt, was kriege ich für mein Geld. Nicht nur Jagdschule kostet so und so viel, sondern aufgelistet, das, das, das und das ist in dem Preis mit drin. Fand ich gut. Kommen wir auch mal gleich zum Finanziellen eben. Also ihr müsst damit rechnen, Jagdausbildung inklusive Prüfung wird euch in Deutschland zwischen 1.800 und 3.500 Euro ungefähr kosten. Kommt immer auf die Jagdschule an, kommt darauf an, was mit drin ist. Man kann auch vielleicht nochmal dazu rechnen, dass man vielleicht nochmal ein Hotel mitbezahlen muss.
ist total unterschiedlich. Aber wie gesagt, also die günstigsten Angebote, was ich gesehen habe, waren 1.800 Euro komplett. Und die teuersten Angebote, was ich gesehen habe, waren 3.500 Euro komplett. Berichtigt mich, wenn ihr das anders seht. Schreibt das gerne in die Kommentare rein oder sowas im Dreh. Aber das ist das, was ich halt rausgefunden habe. Ja, Jule Thompson ist jetzt da relativ im Mittelfeld zwischen den beiden Extremen. Fand ich eigentlich schon mal recht gut. Wie gesagt, die Aufschlüsselung hat mir gut gefallen. Das Internetangebot ist zwar ein bisschen oldschool, muss man sagen, aber hat mir auch von der Aufmachung und von den Bildern gefallen. Eben auch, es wurde halt alles Mögliche schon reingeschrieben, was ich im Vorfeld interessiert habe, wo die anderen Leute halt wirklich nur reinschreiben, so, ja, Kurs kostet so und so viel, hier anrufen. Waren da halt schon mal so ein paar Bilder drin, was mache ich eigentlich? Habe ich den Herrn Thompson eine E-Mail geschrieben, hat er mir einen Tag später am Sonntagabend zurückgeschrieben, ja, Herr May, wir haben noch einen Platz für Sie im Oktober. Ich brauche ein polizeiliches Führungszeugnis, ich brauche ein Passbild und das Anmeldeformular, schicken Sie mir das bitte zu. Also Passbilder machen lassen, weiß jeder, gehst zum Fotografen, machst ein Passbild. Polizeiliches Führungszeugnis beim örtlichen Amt einfach anfragen. Bei mir ist es eben eine Verwaltungsgemeinschaft, weil ich eben auf dem Land wohne. Beantragt man einfach, kostet irgendwas so 12, 13, 14 Euro. Ich muss das andauernd machen, die ist immer ein halbes Jahr gültig, also die darf nicht älter als 6 Monate sein. Und ich könnte mir da auch eine Flatrate vom Amt besorgen, weil ich brauche die wegen waffenrechtlichen Sachen eigentlich die ganze Zeit. Also die eine ist abgelaufen, ich hole mir eigentlich fast sofort die nächste. Also die machen schon immer Witze im Amt. Ansonsten, ja, Anmeldung ist auch klar. Gibt es einen Vordruck ausfüllen, hinschicken. Ist also ein kleiner Brief, den einfach zur Jagdschule zurückschicken. Und ja, dann ist man angemeldet. Dann habe ich meine Bestätigung gekriegt. Hier in einer schönen grünen Mappe, die ist jetzt auch schon, weil ich die letzten paar Wochen immer mit mir rumgezogen habe, ein bisschen abgegriffen, aber ist eigentlich eine sehr schöne kleine Mappe. Da steht mein Stundenplan drin, eine Visitenkarte vom Herrn Thompson, eine Ausgabe von der Jagd und Hund, ein kleines Geheft über den Bereich Wermsdorf und natürlich ist da eben auch die Rechnung mit drin und ebenso eine Einkaufsliste, To-Do-Liste. Und eine Vorbereitungsliste, könnte man sagen. Also da ist erstmal alles drin, was erwartet mich in diesen 2,5, fast 3 Wochen. Und auf jeden Fall steht da halt drin, du brauchst Gummistiefel, du brauchst Wanderschuhe, also festes Schuhwerk. Du solltest eine Schießjacke haben. Wusste ich vorher auch nicht genau, was es ist, weil ich ja mit dem jagdlichen und sportlichen Schießen nicht so viel am Hut hatte bis jetzt. Ist im Prinzip eine große feste Jacke, die hier an den Schultern ein bisschen gepolstert ist, also eine Weste. Und die hat große Taschen, wo man Schrotpatronen reinstopfen kann, gerade fürs Trappschießen oder für die Entenjagd. Eigentlich gar nicht mal so unpraktisches Kleidungsstück. Und einen Gehörschutz. Ja, Gehörschutz, ja, damit kann ich die Leute totwerfen, also da habe ich mehr als genug. Ich habe ja, wenn ich selber Schießausbildung gebe, habe ich meistens einen Gehörschutz und 2 Ersatzgehörschützer dabei. Das war es eigentlich schon, was man sonst noch braucht. Alles andere gibt es vor Ort. Ein weiterer Grund eben, was mich hier ziemlich angesprochen hat, ist eben, er hat von vornherein geschrieben, die Prüfung wird nicht in Sachsen stattfinden, sondern in Hamburg. Und warum die Prüfung in Hamburg stattfindet, steht gleich mit auf der Homepage drauf. Die haben als einzige Jagdprüfungsschule, keine Ahnung, wie man das nennt, aber diese Prüfungskomitee haben eine geordnete Prüfungsordnung, die vorbereitbar und nachvollziehbar ist. Also man kann sich da spezifisch drauf vorbereiten. Sorgt auch dafür, dass in Hamburg am meisten Jäger in Deutschland die Prüfung machen. Also da gehen aus ganz Deutschland Leute hin, um die Prüfung zu machen. Also die kommen auch unten aus Bayern, aus Südbayern, hochgefahren nach Hamburg, um da die Prüfung abzulegen. Die Prüfung in Hamburg, das ist schon der erste Punkt. Die Jagdprüfung ist in Deutschland nicht hundertprozentig genormt. Also die sind immer ungefähr ähnlich, aber nicht identisch. In Hamburg besteht die aus 3 Hauptbauteilen. Das ist einmal die theoretische Prüfung. Da gibt es 900 Fragen. Von diesen 900 Fragen muss man 90 beantworten. Dann ist die Schießprüfung, Büchse und Flinte. Büchse sind eben 100 Meter angestrichen auf eine Bockscheibe und 100 Meter liegend auf eine Fuchsscheibe. Und beim Trappschießen muss man von 10 Tontauben 3 Tontauben abschießen. Also ganz normales Trappschießen, kein Fasanenturm, keine komplexen Geschichten, auch kein Doppeltrapp, sondern einfach ein normales Trapp. Jetzt drängen sich vielleicht einige Leute, was ist denn das so kompliziert? In anderen Ländern ist es ja auch, du gehst einfach irgendwo in einen Laden oder in eine Behörde, ein Sheriff's Department oder sonst was und holst dir einfach deine Jagdlizenz oder machst mal einen kleinen Kurs. Das ist halt von Land zu Land unterschiedlich. In manchen Ländern brauchst du auch überhaupt keine Ausbildung, um jagen zu dürfen. Also wie gesagt, ist total unterschiedlich. Wir haben das in Deutschland ein relativ komplexes Gesetz dahinter, liegt auch damit mit dem Jagdsystem in Deutschland zusammen, aber das werde ich euch erklären, wenn ich selber richtig verstanden habe.
wir haben in Deutschland auch ein sehr kompliziertes Waffengesetz und der Jäger darf von allen Waffenbesitzern in Deutschland das meiste. Also der darf zum Beispiel Schalldämpfer besitzen und benutzen, was sonst in Deutschland der Sportschütze darf das zum Beispiel nicht. Und der Jäger darf auch kurzläufige Gewehre besitzen, die sportlich gar nicht genutzt werden. Und der Jagdschein berechtigt dich auch dazu, eben eine Waffe zu besitzen. Der berechtigt dich in einer gewissen Form auch die Waffe zu führen, zum Beispiel in deinem Revier. Also während der Jagdausübung im Revier führe ich ja die Waffe. Das sind in Deutschland immer noch Privilegien. Und diese Privilegien wollen auch verdient sein. In dem sogenannten grünen Abitur lernt man nicht nur, wie schieße ich ein Tier tot und nehme es aus, wie es vielleicht viele Leute sich vorstellen, sondern warum erlege ich dieses Tier und warum wäre es vielleicht besser, ein anderes Tier zu erlegen statt diesem Tier. Und also es ist die sogenannte eben Hege. Außerdem lerne ich was über Hundewesen, weil das gehört zur Ausbildung mit dazu, dass ich weiß, mit welchem Hund ich was am besten jag. Ich lerne was über die Natur, ich lerne was über Bäume, ich lerne was über Pflanzen. Ich lerne was über die verschiedenen Tiere und ihre Angewohnheiten. Ich lerne was über das Brauchtum, also was gehört eigentlich zu der Jagdtradition dazu. Naja, natürlich auch Waffenrecht und Schießen, also es gehört genauso zur Jagdausbildung dazu. Wenn ich das eben alles habe, dann bin ich eben ein ausgebildeter Jäger. Und als ausgebildeter Jäger habe ich ganz besondere Rechte. Ein weiterer cooler Punkt, den nicht viele Leute wissen, ein Jäger zum Beispiel darf Tiere verwerten, ohne einen Fleischbeschau zu machen zu müssen. Und das darf zum Beispiel nicht mal ein Metzger. Also wenn ich in den Reh schieße, ich kann mir das vor Ort noch in Steak schneiden und zu Hause auf den Grill werfen. Das darf ein Metzger zum Beispiel nicht machen. Und was genau ich jetzt da mache, das werdet ihr jetzt in den nächsten Folgen sehen. Es wird jetzt immer in einem bestimmten Rhythmus, wir haben uns da noch nicht so hundertprozentig festgelegt, immer eine Folge geben. Die Folgen sollen deutlich kürzer sein und sollen immer eine Revue vom Tag sein. Also man kann sich das eben vorstellen, ich habe jetzt eben 14 Tage Schule. Es wird auf jeden Fall 14 Tage darüber geben. Vielleicht nochmal gesondert ein bisschen was über die Prüfung, also zumindest mein Feedback davon. Ich glaube nicht, dass ich während der Prüfungszeit dazu komme, diesen Vlog hier zu machen. Nebenbei werde ich eben noch auf Instagram eben ein paar Bilder hochsetzen, vielleicht ein paar Stories eben machen. Mein Instagram-Account ist micha-kuma-gsp, also -gsp. Genauso wie bei uns allen anderen Accounts, also joris-kuma-gsp, ivan-steffen-, das sind immer dieselben, dazu haben wir eben noch Kuma Tactical. Und all diese Infos findet ihr jetzt hier auf Kuma Tactical. Und an dieser Stelle möchte ich mich eben nochmal bedanken bei den Firmen DesertTech und Swisslogs, die ganze Geschichte hier unterstützen. Natürlich auch an Shoot Club, der uns hier auch unterstützt, zum Beispiel stellt er hier die Wohnung dafür. Und ist eine richtig schöne Angelegenheit. Das ist eine gute Zusammenarbeit mit den beiden, mit den drei Firmen. Ja, danke dafür. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr es mit, wenn die nächsten Videos online sind. Bis dann.